Und hey, du bist allein, hast keine Freunde, fühlst dich dick, hässlich, verzweifelt, suchst den Mann deines Lebens, dann melde dich im Channel nebenan, hier ist kein Platz für dich. Wenn ihr auf YouTube zurückspult, merkt ihr, dass jetzt schon das neue Jahr angebrochen ist. Ich wünsche euch aber kein frohes neues Jahr, weil ich finde, Zeit kann nicht definiert werden und so ein Scheiß, deswegen feier euch auch ungern Geburtstag und alles. Folglich wünsche ich euch, wie gesagt, kein frohes neues Jahr. Außerdem nehme ich das hier in 50 FPS auf, weil ich kann das nicht in 60 FPS aufnehmen, weil das Spiel selber nur 50 FPS läuft. Es ist ein Bug bei dem PS2-Emulator. Manche Spiele kann der nämlich nur in 50 FPS wiedergeben und folglich habe ich dann zwar schon mal versucht aufzunehmen, aber das hat dann nichts gebracht. Und ja, wir let's playen jetzt Black, den ersten Shooter, den ich je hatte, gespielt mit 13. Also ich habe mit 13 zu Weihnachten PS2 bekommen mit dem Spiel dazu und mich irgendwann mal angezockt und meine Mutter nicht da war, obwohl ich später damit einverstanden war, weil an sich ist sowas ja nicht schlimm. Sie findet es viel schlimmer, Horrorspiele und so. Lustig. Naja, dann drücken wir mal auf Start. Ich halte mein Maul während dem Intro und muss das mal Maul halten. Ja. So, würde euch wirklich allen raten, dieses Let's Play zu schauen, weil das Spiel an sich eigentlich ganz geil ist. Man kann zwar Empfindlichkeiten und lässt sich umstellen, ist an sich ein Kack-Shooter, aber ich finde das Spiel wirklich geil. Wir spielen, by the way, auf der Schwierigkeit Black Ops. Es gibt noch ein paar andere Schwierigkeiten. Man muss zum Black Ops freischalten einmal hart durchspielen. Wenn man Black Ops durchspielt, hat man dann für alle Schwierigkeitsstufen die M16 mit der Noobtube frei. Ansonsten hat man die M16 mit der Noobtube nie. Außerdem ist der Unterschied zwischen dem Modi. Könnt ihr hier lesen, auf Easy gibt es Health Packs und man muss keine Nebenziele machen. Auf Normal gibt es weniger Health Packs und es gibt ein paar Nebenziele. Hart gibt es keine Health Packs und viele Nebenziele. Black Ops muss man alle Nebenziele machen und es gibt auch keine Health Packs. Aber dafür hat man Black Ops in unendlich Munition. Und ja, ich dachte Black Ops wäre die meiste Action, wäre also am besten fürs Let's Play. Hart habe ich schon durchgespielt, ist easy für mich. Ich kenne das Spiel in- und auswendig, also lassen wir dir die Challenge beiseite und versuchen, richtig zu spielen.
Wird dabei, wird by the way alles kleine Parts schneiden, dass ich keinen Out of Sync mehr habe, so wie jetzt. Calax J, Sergeant First Class, Serial Number 717-8412. In der ersten Aufnahme. Iran, Guatemala, Colombia, Croatia. Very impressive. I know what you're trying to do, sir. It ain't gonna work. No, Sergeant Keller. You don't know what I'm trying to do. I'm here to clean up this mess. If you cooperate. If I walk out that door, everything you did will be declassified. You will be convicted. You will be discharged. You will spend the rest of your life in prison. Very well, Sergeant. Have it your way. Wait. What do you want me to do? Tell me everything you know about Seventh Wave. Weapons dealers. Heavy hitters dealing mostly in high-spec, former Eastern Bloc hardware. Clients began to include terror cells. Seventh Wave was escalated to priority status after they took out 9 agency spooks. Coordinated executions. Division wanted Seventh Wave taken out with extreme prejudice. Intel zeroed in on 3 possible targets. Valencia was the boss. Reuben and Yevtushenko were the muscle. 3 teams were tasked with Overwatch until it was time to take them out. I had one of those teams. Intel suspected the Brits, Chinese, and Israelis had teams in the area. Everyone was after these guys. Who was the 4th man? Gunfire. Didn't think much of him at the time. What went wrong? We got made. So, und ich muss jetzt ganz kurz den Renderer switchen, sonst haben wir Grafikbugs. Wo ist der Emulator? Da ist der Emulator. Nein, Software möchte ich gerne haben. Und zwar müssen wir den Himmel einmal mit dem Prozessor laden, bevor wir mit der Grafikkarte weiterspielen können. Ich weiß nicht, ob das nur Nvidia-Grafikkarten ist oder ob das immer so ist. Aber das ist halt so. Und deswegen mache ich das auch. Den Trick kennen beide Wayne und ich. Aber leider müssen wir auf coole Lichtstrahleneffekte verzichten. Aber wenn ich jetzt das hier über den Prozessor emuliere, wird die Aufnahme laggen und das will bestimmt niemand. Nein, nicht mit einem. Wenn ich das mit 0 rendere, dann haben wir gefällt. So. Und das hier ist Black. Gegner. Und da ist unser erster Kill. Headshots sind by the way immer One-Shot-Kills. Und Türen bekommt man nur mit Shotguns oder Tubes auf.